Amtszeit brachte ich gemeinsam mit meinem Kollegen Fritz Effenberger das Thema Drogenkonsumräume auf die Tagesordnung des Schwäbischen Bezirkstags. Die von Beginn an seitens der CSU und Teilen der SPD leider sehr unsachlich geführte Debatte hat uns jedoch leider nicht weitergebracht. Die konservativen Hardliner schienen für Sachargumente blind zu sein. Doch es kam zum Kurswechsel. Mittlerweile fordert sogar der Präsident des Bayerischen Bezirketages und der Hauptausschuss die bayerische Staatsregierung auf, entsprechende Voraussetzungen zu schaffen, Drogenkonsumräume zu ermöglichen. Der Schwäbische Bezirkstag jedoch hat heute nochmals nachgelegt und seine konservative Verweigerungshaltung betont. Mit Stimmen von SPD und Grünen wurde unser Antrag, entsprechende Voraussetzungen auch für Schwaben zu schaffen, abgelehnt. Für das gute Gewissen haben Grüne und SPD immerhin noch betont, dass man prinzipiell ja für Drogenkonsumräume sei, aber halt nicht für Schwaben. Ich bleibe dabei. Die Zahl der Drogentoten steigt. Drogenkonsumräume retten Leben. Die Verweigerungshaltung des Bezirkstags ist unterlassene Hilfeleistung.